So, einen wunderschönen lieben Zockmannschaft. Der Fuchs ist wieder zurück. Oh ja. Und wir zocken mal eine Runde Forspoken. Bin gespannt, wie es läuft. Soll ja ein Spiel sein mit einer krassen Anforderung an den PC. Ich bin gespannt. Und ich bin mega gespannt auf was. Wähle gewisse Schwierigkeit aus. Fokus auf Story. Sämtliche Ende außer den. Okay. Ja, empfohlen für empfohlene Action-Spieler. Ich glaube, wir sind empfohlen. Erfahren, meine ich. Anspruchsvolle Kämpfe, ja. Abfahrt. Spielen wir gleich mal auf schwer. Gucken wir mal, wie wir versagen werden. Alle haben etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Wie Familie, Freunde, wie Werte oder Heimat. Ganz egal, wer du bist, manche Sachen musst du einfach beschützen. Aber was tust du, wenn die Welt sich gegen dich wehrt? Jetzt weiß ich's. Ich wünschte, ich könnte zurück und es mir erklären. Aber ich war dafür gar nicht bereit. Keine Sekunde im Spiel und schon verhaftet, alles klar. Läuft. 22. Dezember. Im Gerichtsgebäude. Kevin Byrd hat den Vorsitz im Verfahren das Volk des Staates New York gegen Alfre Holland. Die Anklage lautet versuchter Großdiebstahl. Sie plädieren? Nicht schuldig, euer Ehren. Verstehe. Nehmen Sie ihr die Handschellen ab. Okay, ich bin frei. Alles gut. Also, bevor wir beginnen, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie nicht zum ersten Mal das Gesetz gebrochen haben. Okay. Linkes Dokument. Mhm. Das habe ich lange nicht gesehen. Highschool-Programm. Mittleres? Mhm. Keine Makel und keine Kratzer. Und rechtes Dokument. So in alten Zeiten zu schwelgen. Warum sind Sie hier, Frey? Schwerer Diebstahl? Soll das Ihr Weg sein? Nein, aber das Geld war für... Vergessen Sie es. Irgendwann müssen Sie endlich Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen. Haben Sie vom Gewohnheitsverbrechergesetz gehört? Es heißt auch Drei-Verstöße-Gesetz. Ich habe doch nie jemandem Leid zugefügt. Nur sich selbst. Zwei Vorstrafen wegen Diebstahls. Heute mitgezählt sind wir dann insgesamt bei drei. Dafür sitzen Sie unter Umständen ziemlich lange ein. Sie sind so voller... Potenzial? Ich könnte so viel mehr erreichen. Ich habe mein ganzes Leben vor mir. Ich wollte sagen, du bist so voller Wut und Verbitterung, dass ich nicht weiß, ob du je irgendetwas erreichen wirst. Hand aufs Herz. Aber... Weil wir bald Weihnachten haben, werde ich dir ein frühzeitiges Geschenk machen. Wehe, du vergeudest es. Ich lasse dich gehen mit der Auflage, dass du 120 Stunden Sozialdienst leistest. Danke. Sie werden es nicht bereuen. 120 Stunden! Junge! Bin ich nicht so milde? Kapiert? Gut. Kannst gehen. 120 Stunden ist ja eine Ewigkeit. Frey, einen Moment. Alles Gute im Voraus. Es ist nicht zu spät, dein Talent zum Wohle anderer zu nutzen. Am Arsch, 120 Stunden.
Bindungen. Kapitel 1. Das war knapp. Die Richterin hat mir den Arsch gerettet. So viel Glück hat man nur einmal. Hey, hallo Sie, Ihr Handy. Du liebe Zeit. Danke Ihnen vielmals. Schon okay. Passiert jedem mal. Sie sind meine Rettung, im Ernst. Frohe Weihnachten. Ah, frohe Weihnachten. Ich muss nach Hause zu Homer. Oh, Mietkatz. So, darf ich? Nee, darf ich nicht. Darf ich? Darf ich? Hello? Ich darf noch nicht. Aufgabenliste im Notizbuch. Okay. Tab. Aha, kehr zur Wohnung zurück. Alles klar. Darf ich jetzt? Ich muss schleunigst nach Hause. Okay. Erstmal schön auf der Straße. Laufen, so wie es gehört. Ich kann nicht springen. Ich hoffe, das ändert sich noch. Hoffentlich sehe ich nie wieder einen Gerichtssaal von innen. Moment, Essen. Gibt's denn hier? Hot. Nisch. Ja, gut. Ich denke mal, sie hat kein Geld. Wo ist mein Haus? Da hinten. Hallo. Bye. Oh, fuck. Okay. Dachtest, wir finden dich nicht. Hey, Lisa. Lisa? Echt? Dachte, sie wäre Lisa. Das ist Chrissy. Tja, ganz ehrlich, du siehst für mich eben nicht aus wie eine Lisa. Wo ist das? Ich hab's nicht, okay? Es gab Komplikationen. Ich hab nicht vor, beim Autoclown erwischt zu werden, aber ist halt so. Ich will keine Komplikationen. Du bewegst dich auf Glatteis. Tja, das höre ich heute nicht zum ersten Mal. Bring die Karre. Wieder. Ist nicht so einfach. Die Bullen haben sie. Was ist überhaupt das Tolle an der Karre? Das geht dich überhaupt nichts an. Der Boss, Mr. Giggen, ist wirklich übel drauf. Also hol das scheiß Ding wieder. Sonst geht's einer von uns an den Kragen. Darf ich sagen, wem? Echt witzig. Gleich liegst du tot in dieser versifften Gasse und ich sag dir eins. Niemand wird dich vermissen. Niemand. Okay. Okay, du sagst dem Boss, Mr. Chicken. Giggen. Giggen. Giggen! Okay, Giggen. Ich sag ihm, ich könnte ein bisschen mehr Zeit brauchen. Aber schau, ich schieß ihm was vor. Geh mir aus dem Weg, verdammt, los! Aus dem Weg! Das ist halt Berliner Style, ne? Schön mit Ziegelstein schmeißen. So sieht's aus. Aber ich habe gesehen, es gab ein paar Lichteffekte, die nicht da sein sollten. Muss man mal schauen in die Einstellungen. Vielleicht muss da irgendwas ausstellen, dass das Flackern aufhört. Weil es war ein bisschen irritierend gerade. Verdammt, Frey! Sprinten. Ah, jetzt kann ich springen. Endlich, ich kann springen. Tschüssi. Muss los. Alles noch dran? Oh,
Shit, ich hab's eilig. Tut mir echt leid. Ich muss echt einen Ausweg finden. Muss weg. Wo zum Geier steckst du, Frey? Weglaufen ist zwecklos, hörst du? Vielleicht nehme ich besser die Gasse. Welche Gasse? Ach, die. Und tschüss. Oh, doch nicht. Und hopp. Ja, ich weiß, dass ich springen und sprinten kann. Der berühmte Bustrick. Sowas geht auch mit einer Bahn. Mit einem Zug. Oder mit einem Laster. Homer wartet bestimmt schon. Ja, Katze hat Hunger. Ich sollte rein, bevor mir was abfriert. Katzen haben immer Hunger. F. So. Man muss ja Strom sparen, ne? Home sweet hell. Ja, sieht bequem aus. Archiv, Lesestoff, Tab. Aha. Die Welt, Tutorial, ach so, hier. Ausrüstung, Tutorial, ich kann nichts andrücken. Entfernen, um alle markieren, okay. Entfernen? Das da. Alles gelesen. Oh, hier ist Katzenfutter. Ah, Moment. Erstmal. Wohnung durchsuchen. Holland-Tunnel, wo meine Eltern sich verdünnisiert haben. Wer lässt ein Baby an der Straße liegen? Wenigstens war es nicht der Queens Midtown-Tunnel. Das wäre ein beschissener Nachname. Queen? Und sie mag Schuhe. Meine treuen Treter. So hübsche Treterchen. Is in Wonderland. Verquerer und Verquerer, rief Alice. Wünschte, ich könnte durch den Kaninchenbau ins Wunderland abhauen. Und gibt's hier irgendwas? Ein Escape-Plan. Nur Geld. Take care of Gigan shit. Ah, hier. Butter und ein Carry for Home. Warum? Was ist ein Carry?
Essen und eine Trage. Ja. Und dann ab zur Penn Station und Abfahrt. Oder Abflug. Hier noch irgendwas? Na, dann kann die Katze gefüttert werden. Das Zeug schmeckt dir nicht. Aber ich habe nichts anderes. Ich frag mich, wo Homer steckt. Wo ist die Katze? Sag bloß in der Tasche. Nee, da ist Geld drinne. Endlich kann ich neu anfangen. Da ist wirklich Geld drinne. Ist doch höchste Zeit. Die ist doch reich. Ah, der Fluchtplan. Ach, die Katze ist immer noch nicht da. Wo ist die Katze? Ah. Da ist Katze. Norf, lausche Katz. Ich weiß, ich bin spät dran. Ein Olaf. Oh, tja, danke. Mein Geburtstag ist erst in ein paar Tagen. Ganz ehrlich, den hätte ich jetzt fast vergessen. Bin so busy in letzter Zeit. Ach tja, weißt du, ich war schwer beschäftigt. Audienzen geben, Drachen töten. Das bleibt unter uns, aber ich bin eine echt große Nummer. Eine Riesennummer. Alle zählen auf mich. Wir verschwinden aus dieser Stadt, Homer. Weg von den ganzen Arschlöchern, dem Müll und den Cops. Ich habe genug Geld, dass wir neu starten können. Ja? Ich verspreche dir, wo wir hingehen, lieben sie Katzen. Sogar eine wie dich. Gott. Ich will endlich frische Luft. Blauen Himmel. Nie mehr davonlaufen. Nie mehr Cops, nie mehr kämpfen. Morgen. Morgen früh dann. Und wir von hier ab. Du kannst kaum erwarten, von hier weg zu sein. Und zack, Erdbeben. Ja, doch kein Erdbeben. Aber ein Feuer. Los, komm schon, nichts wie raus. Wo ist Katze? Erstmal. Muss ich Homer finden. Genau, erstmal Katze. Aber. Erst muss ich Homer finden. Sie kann auch Tasche nehmen. Homer, und dann Katze finden, oder? Wo ist Katze? Ich hab's meckern hören. Da ist Katze. Ich habe sie. Da ist sie. Katze, mitkommen. Oh, ein Glück. Wir müssen hier raus. Schnell. Nein, nein, nein! Man hätte doch Tasche unter den Arm greifen können und dann die Katze. Fuck, die Tasche. Ja toll, Geld weg.
Found you. Alles klar. Nur Sachschaden? Das war ein Scheiß viel Geld. Die hat ein blaues Halsband. Was ist passiert? Du siehst ja aus. Sind Sie allergisch? Was? Katzen. Haben Sie eine Allergie? Nein, ich liebe Katzen, aber bist du in Gefahr? Gut. Sie mag Nassfutter, das Fasrige, mit Stückchen. Sie hat's gern warm zum Schlafen. Manchmal will sie auch auf den Schoß. Und sie muss baden, aber viel Glück dabei. Frey, was ist passiert? Ihr Name ist Homer. Bitte kümmern Sie sich um sie. Bitte! Danke. Was tust du da, Frey? Das Richtige. Ich brauche Zeit, um ein paar Dinge zu regeln. Danach hole ich sie ab. Vielleicht dauert's eine Weile. Frey, warte. Egal was ist, ich kann helfen, Frey. Frohe Weihnachten. Na also, Homer ist in Sicherheit. Aber was soll ich jetzt machen? Erstmal Geld scheffeln, mal wieder. Wie passend. Happy Birthday, Frey. Danke, Mom. Nein, so bin ich nicht. Nein, ich krieg das hin. Ich hol Homer ab und verschwinde aus. Okay, gehen wir mal dahin. Können wir auch schneller runter? Nee, natürlich nicht. Natürlich kann ich wieder nicht springen. Schönes Teil. Erstmal klauen. Nope, so komme ich leider nicht rein. Ich muss woanders suchen. Man bestimmt verscherbeln. Die Luft ist definitiv rein. Mann, oh Mann. Das lassen die einfach hier?
Gibt es irgendwelche Sachen zum Einsammeln? Außer natürlich das Ding. Das ist eine Uhr. Nicht so schlecht gerade sehen. Nee, ist irgendwas anderes. Ja, nehmen wir das glänzige Ding hier. Oh Mann. Wow. Oh. Oh. Ist das hell? Speichern? Ja. Speicherplatz 1. Ja. Kaninchenbau. Schwer. Und jetzt? Gespeichert. Und ist immer noch hell. Jetzt ist es lila. Oder blau. Place Abenteuer im Kaninchenbau. Verlass den Raum, alles klar. Was ist bloß passiert? Ich muss sagen, Grafik ist schon lecker. Wollen die einzelnen Haarsträhnen? Was zur Hölle? Mann, gut gemacht. Sieht's wie Hechtsuppe. Boah, wie lange habe ich den Spruch nicht mehr gehört? Noch mehr zeigen. Wo bist du? Hier bin ich. Am Ende deines Ärmchens. Das Ding, das du vergeblich versucht hast zu entfernen. Heißa, jawohl. Du bist ja doch schlauer, als du aussiehst. Nein. Doch. Oh, doch. Nein. Doch. Du, der gerade mit mir spricht, bist dieser Reif? Reif? Wie banal und fantasielos das klingt. Reif. Armberge vielleicht. Armberge. Ja, Armberge ist perfekt. Nee, das wird mir jetzt echt zu bekloppt. Arg, aber es ist wahr. Oh, stopp, du tust mir weh. Au. Echt jetzt? Nein. Ja. Aber was du da tust, ist völlig zwecklos. Was geht hier ab? Na, was hast du denn gemacht, bevor es hier abging? Hm? Ich war... Ist auch egal. So schnell ging's. Gestrandet. Wer auch dahinter steckt, hör auf!
Das ist echt nicht witzig. Ich verzieh mich. Du kannst nicht weglaufen. Ich hänge doch so an dir. Na. Wie wär's, oh, was für ein schlechter Witz. Und uns einander vorstellen. Wir könnten zum Beispiel über unsere Hobbys plaudern. Ich höre keine Stimme. Das muss ein Albtraum sein. Und so sehe ich ein paar Grafikfehler, aber es liegt, glaube ich, an meiner Einstellung. Ah, guck mal hier, hier kommen wir runter. Gib Acht, dass du nicht stolperst. Du kannst auch sehen? Das kann doch nicht wahr sein. Muss mal schauen, ob da was... Hör mir zu, Frey. Woher weißt du, wie ich heiße? Uns eint ein Band. Ein Band? Wie jetzt? Was denn für ein Band? Wieso ich, verdammt? Das ist... Nein, hau ab! Bind dich los! Wie du siehst, sind wir beide unzertrennlich. Und nur du kannst mich hören. Stopp! Halt den Rand! Das ist doch völlig irre! Muss mal gucken, wo uns liegt. Frey, beruhige dich. Du musst mir zuhören. Könnte vielleicht... Ich muss nur eins rausfinden, wie ich heimkomme. Ich wollte dort weg, ja. Das war falsch. Es war so aussichtslos. Nun, die Aussichten hier sind auch nicht gerade rosig, fürchte ich. Was soll das heißen? Ah, jetzt kann ich. Also, ich habe da einen Verdacht. Es könnte vielleicht sein, dass irgendwelche Raytracing-Dinger nicht richtig sind. Hat auf jeden Fall irgendwas mit bestimmt Licht und Schatten zu tun. Vielleicht muss ich da nochmal kurz in die Einstellung rein. Aber das mache ich dann offscreen. Erstmal machen wir hier das Tutorial fertig. Ist es überhaupt noch das Tutorial? Ich glaube schon. Still. Was? Entdeckung. Drache. Ist das ein verdammter Drache? Psst, der darf dich nicht sehen. Ach echt? Also sehen darf er mich nicht, aber hören darf er mich? Erstmal auf den Drachen reiten. Ist er weg? Ja, und wir sollten auch aufbrechen. Aber das Ding ist da draußen. Keine Chance. Die Bestie ist sicher schon über alle Berge. Und außerdem... Was? Früher oder später wirst du etwas essen müssen. No. Okay. Und wie genau kommen wir jetzt hier raus? Die beste Option wäre es wohl, an jener Mauer hochzuklettern. Okay, erstmal klettern. Die wollte einen blauen Himmel haben. Also ich glaube, der Himmel ist ziemlich blau. Oder ist es lila? Unterhaltung mit den Reif. Ab und zu hast du die Gelegenheit, eine Pause einzulegen, um mit den Reif zu reden. Okay, alles klar. Hey, Reif. Ah. Boah, ich liebe ja Games, wo man nicht selber lesen muss, sondern dass alle Dialoge, die man macht, eine Voiceline haben. Ich liebe sowas einfach, weil naja, in Lesen bin ich nicht besonders gut und nicht so besonders schnell. Deswegen gefällt mir jedes Spiel, wo einem das abgenommen wird, das überwiegende Lesen, dass einem so gesagt alles vorgelesen wird. Ich liebe es. Es ist einfach nur genial. Wir sind also eine Bande. Uns eint ein Bahand. Von mir aus, wir kleben aneinander, aber wie passt du ins Bild? Ins Bild? Wer bist du? Ich bin, was du siehst. Spitze! Und mehr verrätst du mir erst nach der Werbepause, oder was? Ich verstehe nicht. Ist schon gut. Boah, das wäre jetzt so genial, wenn wir jetzt hier einfach einen Cut machen.
Weiter nach der Werbepause. Wie bist du überhaupt in diesem Ramschladen gelandet? Gute Frage. Das wüsste ich auch gern. Ich weiß nur eins. Bevor ich in deine Welt kam, war ich hier in Ethia. Im Ernst? Das heißt, es ist deine Schuld, dass ich hier gelandet bin. Verleumdung. Ich hatte nichts damit zu tun. Ich bin unschuldig. Ich bin darauf zu erfahren, was uns hierher gebracht hat, wie du. Aha. Sag mal, warst du schon immer so? So? So ein quatschender Schmuck. Nein, ich glaube nicht. Was weißt du denn noch? Ich bin hergereist. Ethia ist nicht meine Heimat. Ich bin hier fremd, wie du. Als ich hier eintraf, herrschte Streit zwischen den Tantas. Den was? Tantas? Die vier äußerst mächtigen Herrscherinnen Ethias. Jede von ihnen besaß eine Gabe. Das heißt, Magie oder sowas? Wenn du damit die Fähigkeit meinst, mich in ein unbelebtes Objekt zu verwandeln, dann ja. Also kann man sagen, dass er unhöflich zu den Tanten war und die haben ihn bestraft. Alles klar. Was um Himmels Willen hast du da in der Hand? Nein, Smartphone. Ist für Nachrichten, Anrufe, Spiele, Videos und für Selfies und... Ich hab nebenbei nicht vor, dir irgendwas davon zu erklären, also frag gar nicht erst. Ich weiß, was ein Selfie ist. Echt oh. Jetzt? Nein. Wow. Was kann das Ding denn sonst noch? Es hat auch GPS, was mir normalerweise verraten würde, wo ich gerade bin. Und wo bist du? Irgendwo zwischen Fegefeuer und Hölle. Das hat es dir gesagt? Oh ja. Ja oh ja. Place Handy. Als ob mein Handy ein eigenes Ding im Archiv kriegt. Aber das Katzenhintergrundbild ist cool. Miezekatz. Lauschige Miezekatz. Das bedeutet, wenn wir M drücken, haben wir eine Karte und das ist unser Handy oder was? Eins meiner Talente sozusagen. Da vorne scheint eine Siedlung zu sein. Vielleicht können wir dort rasten. Wer rastet, der rostet. Reifs Kompass. Mit X drücken, alles klar. Und woher weißt du das? Was bist du? Meine Fähigkeiten sind schier grenzenlos. Schließlich bin ich eine Armberge. Aha. Aha, Das Land heißt Ethia? Genug. Geht nicht. Jenun. Aber du meintest... Ethia, großes Reich. Jenun, kleines Land. Jenun gehört zu Ethia. Verstehe. Ah. New York City und der Staat New York. Genau. Bestimmt. Ich habe keine Ahnung, was Newark ist. Nö, nicht Newark. New York. Nu was? Lass stecken, Mann. Gibt's hier Loot? Gehen wir dahin. Statue hat bestimmt Loot, oder? Brunnen. Nee. Hier gibt's kein Loot. Ich kann weit springen. Ja, ich kann wieder springen. Ich habe einen Darfschein für Springen, endlich. Flauschetier. Hey, na du Kleines? Vorsichtig. Na komm, nicht so schüchtern. Im Ernst, tu das nicht. Ziehen wir einfach weiter.
Warum hast du denn so Schiss vor dem kleinen Viech? Okay. Es hat Zähne. Es hat eine Menge Zähne. Es besteht nur aus Zähnen. Na, steh nicht dumm rum. Angriff. Mit Ü? Was zur Hölle? Drücke Ü für schnell magische Angriffe. E gedrückt halten. Ü? Ü? Willst du mich verarschen? Also E kann ich verstehen. Aber Ü? Was zum? Jetzt nur keine Panik. Moment, Ü? Ach, okay. Ich kann auch linke Maustaste ist auch mit. Okay, und rechte? Geht nicht. Okay. War ich das? Nun, ich war nicht ganz unbeteiligt. Das war doch nicht ich. Nein, wir. Das war beschissene Magie, Mann. Vielleicht hat unser Band gewisse Fähigkeiten geweckt, die... Ich bin eine scheiß Magierin, oh Mann. Ich höre immer nur ich. Ich bin eine scheiß Magierin, ich fass es nicht, Mann. You are a wizard. Das ist mein neues Leben. Ich kann Magie mit einem Arbreif reden, krasse Viecher umlegen, weißt du was? Bald kann ich fliegen. Oh, bitte, jetzt übertreibst du aber. Ach, tue ich das? Ich kenne ja die Regeln nicht. Wenn du diese neuen Fähigkeiten meistern könntest, mit meiner Hilfe, versteht sich, dann... Hast du meinen glorreichen Sieg etwa nicht gesehen, Bruder? Okay. Da sind zwei. Hier, ihr möchte gern Monster. Alles klar. Weg. Weg. Weg, ich mache ja keinen Schaden. Weg. Weg. Oh oh. Weg. Geh weg. Tot. 9 EP. Ja. Finde einen Ort zum Ausruhen. Alles klar. Oh, habe ich jetzt irgendwas bekommen? Was ist mit den Viechern hier los? Sie wirkten tatsächlich irgendwie verändert. Das wirft die Frage auf, was wohl für diese Mutation verantwortlich ist. Ich bleib auf dem Weg. Das ist doch wohl nicht normal. Bleib trotzdem auf dem Weg, auch wenn er sagt, ich soll hier außen rum. Hier leuchtet. Oh, was bist du denn? Material sammeln. Okay. Oh, da ist jemand. Hallo. Oh, ja. Weg mit euch. Weg. Ksch. Nochmal 6. Oh. Irgendwo war... Ich habe einen schillen Kern aufgehoben. Ach, die Lok droppen auch was, okay. So, wo war ich stehen geblieben? Hier. Einfach rüberlaufen. Strahlsteine, okay. Hinten ist was, oder? Ja, doch, da was. Aha! Ah. Zack, Erstschlag aufs Maul! Zack, als ob. Hier ist nochmal Loot. Ein Pilz, oder? Heiltrank. Mit C, okay. Hier war noch was. Ah ja, genau. Nom 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 nom. Was mir fehlt, ist hier von wie bei Witcher... Dass man so eine Art Aufspür-Ding hat, was man gucken kann, ob irgendwas in der Nähe zum Looten ist.
Wäre cool. Aber vielleicht kann man das ja noch lernen oder so. Ah. Nom 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 nom. Raps. Da kann man schön Öl draus machen. Kann gut für teuer Geld verkaufen. Okay, nochmal zum Mitschreiben. Ich bin also an einem Ort, der nicht gerade meine Welt ist. Hier gibt es verdammte Drachen und... Oh ja, ich rede mit einem verfickten Reif! Armberge. Blut. Ein Heiltrank. Gibt's hier noch irgendwas? Loot. Was bist du? Noch mehr Raps. Ich höre da irgendwas rum, irgendwo da oben. Hallo? Darf ich dich looten? Zack. Wilder Mosch. Ja, erstmal wegmoschen. So kann ich da hoch? Nee. Kann ich da hoch? Nope. Hier ist es kühl und warm gleichzeitig. Und was heißt das nun genau? Ach, vergiss es. Kann ich hier jemals wieder hoch? Ja. Hier war doch gerade was. Ich habe da irgendwas brummen gehört. Ich sollte lieber dahin gehen, wo mich die Quest sagt, dass ich hingehen soll. Machen wir schnell das Tutorial fertig. Dann kann ich nochmal in die Einstellung reingehen. Oh, du bist der Brummige. Au. Ja, ja. Was? Abwehr? Kann mich schützen vor Angriffen, okay. Ja, ja, ich gehe ja schon. Oh, weg mit dir. Himmelskern. Ah, ist da oben Loot? Komm ich da rüber hin? Hm? Ja. Ich bin gut. Loot, alte Münze. Jetzt die Frage, kriege ich jetzt Schaden, wenn ich hier runterspringe? Nice. Perfekt. Na dann, weiter geht's. Gehen wir dahin, wo wir eigentlich hingehen sollten. Oh, Heiltrank. Da hinten ist irgendwas. Sieht interessant aus. So, wie war das? Wenn wir E drücken, haben wir das hier. Ah, okay. Was haben wir hier? Sprengschuss. Eine Salve. Ja, ist nett. Also gedrückt halten. Sperrfeuer. Und Endschlag. Okay. Was ist das? Ein Schild. Und dann haben wir Schuss. Hä? Ein Schild? Und dann schießen wir. Macht das Schild? Generiert beim Aufnehmen ein Abwehrschild. Beim Loslassen zerbricht. Splitter fliegen von nach vorne. Klingt jetzt erstmal nicht so aufregend. Der Gestein, das Gesteinding finde ich schon sehr cool. Warum sind wir jetzt langsam? Ach so, deswegen. Was zum Teufel? Das fühlt sich so komisch an. Es scheint eine Art perfides Miasma in der Luft zu liegen. Okay, Kommando zurück. Aber es scheint überhaupt keine Wirkung auf dich zu haben, oder? Außerdem sehe ich wenig Nutzen darin, kehrt zu machen. Also dieses Miasma, was ist das genau? Eine ziemlich mysteriöse Sache. Ich vermute, dass es die Ursache für das sonderbare Aussehen der hiesigen Fauna ist. Und wieso tut es mir dann nichts? Gute Frage. Könnte es vielleicht daran liegen, dass du dir so einen hervorragenden Reisegefährten ausgesucht hast? Nö, eher nicht. Ganz bestimmt nicht. Nichts als Ruin.
Hier war wohl schon eine Weile niemand mehr. Frag mich, wie lange hier schon alles verfallen ist. Vielleicht sehen wir uns besser woanders um. Reifs Radar. Genau, das brauche ich. X. Achso. Genau sowas will ich. Genau sowas brauchte ich. Ha! Zurück. Wir gehen mal kurz zurück. Vielleicht gibt's. Siehste? Genau das meinte ich. Und da ist nur ein Viech, was es bewacht. Kein Problem. Weg mit dir. Geh weg, sind meine Pflanzen. Push. Da ist ein zweiter. Hui, geh weg. Hui, ein dritter. Wo kommt ihr alle her? Lass mich doch nur die Pflanzen einsammeln. Komische flausche Viecher. Hallo. Als ob er hätte weggesprungen werden müssen, gesprengt werden müssen. Ist er tot? Weiß ich nicht. Jetzt ist er tot. 10 Mana. So, wo ist jetzt mein Loot? Da. Was ist das? Noch mehr Loot. Ich wette, was ich hier gerade einsammle, ist sowas von unwichtig. Raps. Ja, okay. Und sonst irgendwas Besonderes hier in der Ecke? Wieder nur Raps. Und ein Gegner. Geh ich mal von aus. Als ob. PC. Okay, alles klar. Irgendwas. Ah, guck mal, da ist was Besonderes. Aber ich glaube, da kommen wir nicht hin, oder? Natürlich kommen wir da nicht hin. Warum sollten wir da hinkommen? Gibt's Heilung. Ja gut, ist glaube ich ein anderes Gebiet. Okay, alles klar. Denn halt nicht. Ist es wieder respawned? Ups. Ah, da hinten ist was. Das können wir uns einverleiben. Und da unten ist auch noch irgendwas. Gleichzeitig. Können wir nicht uns einverleiben? Heißt das nun genau? Ich glaube, wenn wir hier runtergehen, kommen wir nie wieder hoch. Das sehe ich jetzt schon. Okay. Dann machen wir das, was Reif sagt. Wir gehen in die Stadt. Und looten die Stadt leer. Ist hier noch irgendwas? Nee. Hör auf, Fuchs. Mach die Story, verdammt. Looten kannst woanders hingehen. Kannst du irgendwann ein anderes Mal machen. Ich wollte das Tutorial fertig machen. Und in der Stadt gibt es auch noch ganz viel zu looten. Und Sachen. Unterstützungsmagie. Unterstützungsmagie ist rechte Maustaste. Oder drücke Q. Okay. Und gefesselt. Nice. Gehibbel? So schön. Schöne Explosion. Na, da guckst du, wa?
Kleine Made. So, was war das mit Q? So viel zu frische Luft und blauer Himmel. Blüten und Fesseln. Einen besseren Ort fliehen. Und wo bin ich gelandet? Hier ist es noch 10-mal schlimmer. Oh, du Ärmste. Also E ist also die eine Magie. Und Unterstützung hat einen Cooldown. Aber ich kann die verändern. Sprich, wenn ich darauf Cooldown habe, kann ich immer noch eine Blume machen. Okay. Jetzt weiß ich Bescheid. Und da ist immer noch was zu looten. Ah, Kiste. Ein Heiltrank. War noch irgendwas? Da hinten. Kann ich da hoch? Natürlich nicht. Komme ich hier rüber? Nee, natürlich nicht. Habe ich mich verlaufen? Natürlich. Nee, ja, nicht verlaufen. Alles gut. War ja klar, dass die Bestien mit der Zeit größer werden. Ein Bär. Okay. Nutze alt. Alt, okay. Okay. Die Blume gefällt mir. Gefesselt, du Sack. Was war das? Schub? Was? Schubmagie? Ach so. Ult. Oh ja. Todesstöße mit F, alle klar. Ran und... Zack! Aufs Maul! Boah, ich versuche mal wegzuspringen. Mit Leertaste aber geht gerade nicht. Komm schon. Ja, tot. ...22 EP. Okay. Ah, Mana und Magie. Wenn ich Level aufsteige, kriege ich Mana. Mana brauche ich, um neue Zauber zu lernen. Alles klar. Magie öffnen. Hier kannst du okay, alles klar. Ich sammle Mana. Und kann damit neue Sprüche lernen. Damit lerne ich laufen. Okay. Also sowas wie Dash. Alles klar. Hübsch. Danke, Professor. Hübsch. Du sollst mich Armberge nennen. Klar, Reif. Klar. Natürlich. Shit. Oh. Diesmal wäre es ratsam wegzulaufen. Ach was. Ah, die können wir auch so wegmachen. Okay, den halt nicht. Oder? Magischer Parcours. Und String. Also... Ah, die Taste unter. Sprinten, okay. Okay, das ist der Hammer. Okay. Sieh dir diese Sprünge an. Sehr beeindruckend. Pass nur auf, dass du vor lauter großen Sprüngen nicht rausgehst. Ich muss wegrennen, aber hier ist doch noch Loot. Ohne müde zu werden. Bitte, lass es dir nicht zu Kopf steigen. Nee, Moment, ich habe hier gesehen, dass hier Loot gibt. Du hast mich zu ja, gut. Vorsicht. Ach Mann, kein Loot für mich oder was? Und weg. Das hätte ich mal davor gebrauchen können. Das
war knapp. Wo zum Teufel sind wir? In einer wichtigen Stadt, nehme ich an. Hallo? Jemand zu Hause? Meldet euch, falls mich jemand hört. Totenstill. Vor allen Dingen wichtige Stadt. Und du solltest vielleicht Ausschau nach einem Ort zum Rasten halten. Vor allen Dingen wichtige Stadt. Sie ist einfach kaputt. So wichtig kann sie ja nicht sein, wenn sie kaputt ist. Tab öffnen, okay. Karte. Man kann Markierungen setzen. Ja, bitte. Nee. Markierung für Kisten. Ich kann so viele Markierungen setzen. Okay. 1, 2, 3, 5 Markierungen kann ich setzen. Oh, Kisten. Ich kann alle Kisten markieren. Wie cool. Und da habe ich eine Kiste vergessen. Da ist auch eine. Und da. Die habe ich mitgenommen. Und da ist irgendwas Großes. Nee, hier ist gar nichts. Aber hier sind Kisten. Oh, so gut, dass die Kisten markiert sind. Erkundung, magischer Parcours, alles klar. So. Gar keiner mehr hier? Danach sieht es zumindest aus. Vielleicht hat die seltsame Luft die Leute dazu bewogen, freundlichere Gefilde aufzusuchen. Hoffentlich. Dann werden sie wenigstens noch am Leben. So, komme ich da irgendwie hoch, bestimmt. Parcours! Hey! Überrumpeln, okay. Kann mich da hoch? Nein! Wieso kann ich nicht an der Wand langlaufen? Nein! Kann ich an der Wand langlaufen? Sad. Komme ich sonst irgendwie hoch? Nein. Nein! Kiste. Nice. Was? Was war das? So ein Heiltrank kann ich nicht. Lass mich raten. Schurken in der Nähe. Helles Köpfchen. Gib Acht, dass du dich nicht überanstrengst. Musst du ständig rummeckern. So redet man doch nicht mit seinem hochgeschätzten Mentor. Nice. Loot. Ah. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Etwas gefunden? Ja, Loot. Ich mag Loot. Oh ja. Zack. War nur einer, oder? Pflanze. Oh, von hinten. Ich hör's. Hui. Boah, Maschinengewehrpflanze, nice. Wie bei... Wie heißt das Ding? Plants vs. Zombie. Jetzt sei nicht undankbar. Nein. Doch, ja, nee. Jetzt, ja, nein. Komm. Ah. Ich muss versuchen, da rüber zu kommen. Ach, das ist hinter der Mauer, oder? Es ist hinter der Mauer. Okay, den nicht. Den hatten wir schon, da ist leider nur ein Heiltrank drin. Dann können wir... Das ist hinter der Mauer. Das ist in der Mauer. Das ist nicht hinter der Mauer. Das ist in der Mauer, auch in der Mauer. Wir haben unsere 5. Mist. Okay.
denn da lang? Oh, ist das? Sieh nur da drüben. Okay, okay. Ich gehe schon. Zack. Das ist mal nice. Aber wenn ich diesen komischen Sprint mache. Fühle dich nicht so sicher. Wenn ich diesen komischen Sprint mache und dabei die Kiste öffne. Nein. Tja, ist echt nett hier. Bestimmt war es das früher einmal. Fröhliche Gesichter überall. Ich kann es mir bildlich vorstellen. War noch nicht fertig mit Looten. Verdammt. Hier hat echt alles einen Bruch. Man könnte es wohl durchaus poetischer beschreiben, aber ja, in der Tat. Der Bruch. Alles klar. Gibt's hier keinen Ort, den dieser Bruch nicht zerstört hat? Wer weiß. Irgendwo vielleicht. Okay. Darf ich weiter looten? Niemand hier. Kein Schwein zu sehen. Wo zum Teufel sind alle hin? Ist was. Das ist eine gute Frage. Da auch. Dann müssen wir eben weitersuchen. Ja, wir suchen mal fix weiter. Denn ich habe gesehen, da sind Gegner, die können wir noch wegmachen. Brauchen wir einen Heiltrank? Nee, im Moment nicht. Yes, und rübergekommen. Ah, ich glaube, wir müssen immer noch da hinten hin, oder? Ja, nee, doch. Kommen wir da oben hin, bestimmt. Aber hier ist auch noch Loot. Nadelstein. Ich habe keine Ahnung, wofür man die braucht, aber... Kann man bestimmt... Ruhig ist es. Aber schön. Naja. Irgendwann verwenden. Wieso geht das nicht? Komm, jump, spring, irgendwas. Ah. Als ob das geht. Na komm. Ah. Das geht, okay. Zack. So, wo ist der Loot? Ich habe gehört, hier gibt es Loot. Ah, unter mir. Zack. Ah, ich höre Viechers. Tag, wie geht's? Da kriegst du eine Blume. Los, Pflanze! Jetzt aber, Frey. Nee, ich will effen. Danke. Kann ich effen? Ich kann effen. Ha! F. Und 10 Mana gekriegt. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Ach, da war ich schon. Ja, komm, mach mir Story weiter. Nö, Moment. Ich nehme noch ein bisschen Loot mit. So, wir sollten hier rein. Ja. Nur noch ein kurzes Stück. Bist ein tolles Navi. Mach nur weiter so. Aber gerne. Ja, Navi. Wenn ich die geringste Ahnung habe, was das bedeutet. So, die 4 Reiche. Ganz viele Heiltränke. Ich bin auch schon auf Max. Kann ich einen Trein trinken? Nee. Toll.
Ein verlorenes Land. 38.078. Okay. Denn können wir uns ausruhen. Deine Trefferpunkte wiederherzustellen. Ah. Ich hau mich mal hin. Ach, geil. Erstmal schlafen. Das bedeutet, jetzt ist es wieder Nacht draußen, weil wir nach Ärger. Tagsüber... Ja, und nach allem, was wir bisher gesehen haben, solltest du äußerst vorsichtig sein, falls du planst, Nachforschungen anzustellen. Weiß nicht, ob wir jetzt da rausgehen sollen. Aber ich würde sagen, hier beenden wir erstmal die Folge. Und würde sagen, morgen geht's weiter. Sag ich mal hier, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.